Die aus meiner Sicht absolut entscheidende Frage für den weiteren Verlauf der Aktienmärkte ist, was ist jetzt wichtiger, die Nvidia, also die KI-Euphorie nach den Zahlen von Nvidia gestern, oder die immer geringer werdende Wahrscheinlichkeit, dass absehbar in diesem Jahr vielleicht noch die Zinsen sinken werden, denn wir hatten nicht nur gestern das extrem hawkische Fed-Protokoll, sondern wir haben heute Einkaufsmanager-Indizes, die gezeigt haben, nee, Zinssenkungen sind erst einmal mit Sicherheit nicht angezeigt. Also haben die Märkte ihre Zinssenkungserwartung immer weiter nach hinten verschoben heute. Und das, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich der Ton, die ganze Situation für die Aktienmärkte nach den Zahlen von Nvidia super freundlich war. Was wird sich durchsetzen? Wir sehen volatilen Handel heute. Zunächst mal nach oben mit Nvidia, dann kamen die Einkaufsmanager-Indizes, dann nach unten S&P 500 bei der Marke von 5300 Punkten gehalten. Erstmal dann wieder etwas nach oben, aber eben doch einiges entfernt von den Tageshochs. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, wie sie sich hier darstellen. Natürlich haben alle Analysehäuser heute wieder die Erwartungen für den Kurs von Nvidia nach oben gesetzt. $1400, $1320 und so weiter. Stifel ist mit $1140 noch das in Anführungszeichen bärischste Haus. Wir sehen, dass Nvidia jetzt eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,32 Billionen Dollar hat. Das war bevor die Zahlen kamen. Inzwischen sind da mal gut 100 Milliarden noch mal oben drauf gekommen, also gut 2,4 Billionen Dollar. Das ist weit mehr als das BIP der allermeisten Länder dieser Welt. Und hier sehen wir diese Grafik, diesen Cartoon, der das beschreibt, was ich immer versuche auszudrücken. Es ist in einem Rausch eben besser, dass du den Leuten in einem Goldrausch eben die Schaufeln verkaufst, denn das ist das sichere Geschäft und alle versuchen damit Geld zu verdienen. Bisher hat es keiner wirklich geschafft, also zumindest die Investitionen reinzubekommen. 50 Milliarden ausgegeben, letztes Jahr 3 Milliarden durch KI erzielt. Ein kleines Mismatch, wie man im Englischen sagen würde. Aber ja, die Zukunft sieht ganz großartig aus, gar keine Frage. Heute ein Interview mit so einem KI-Startup-Repräsentanten bei Markus Koch und ich fand, das hörte sich 1:1 an, wie solche Interviews, die ich auch schon in der Dotcom-Blase gesehen habe. Da war auch das Internet und so weiter und so fort. Und ja, natürlich war das Internet ein Gamechanger, aber für die allermeisten Firmen war es der Auftakt zu einem Niedergang in die Pleite. Nur ganz wenige Firmen haben überlebt und das wird diesmal auch so sein. Ob die Schaufelverkäufer wie Nvidia überleben oder wer überlebt, das wird die große Frage sein. Jedenfalls Nvidia erstmal der Profiteur natürlich dieser ganzen Geschichte. Und man hat den Eindruck, wenn man mal hier die Heatmap sich anschaut vom S&P 500, dass alle aus allen Werten rausgehen, um Nvidia zu kaufen. Wir sehen weitgehend rote Zahlen, fast alle Aktien oder eine ganz, ganz große Mehrheit der Aktien im S&P 500 sind negativ, aber Nvidia eben mit diesen 10% größter Anstieg seit Februar 2022. Also das ist schon paradox. Wir könnten heute die Situation erleben, dass der Nasdaq etwas tut, was praktisch noch nie vorgekommen ist. Wir haben nämlich Nvidia jetzt, die 6,33% des Nasdaq 100 ausmachen, also die Gewichtung von Nvidia im Nasdaq 100. Jetzt sehen wir die Aktie ja gut 10% im Plus. Das heißt, 66 Punkte sind alleine durch Nvidia gekommen bei dem Anstieg vom Nasdaq 100. Der ist insgesamt 63 Basispunkte, also 63 Punkte gestiegen. Also ohne Nvidia wäre der Index negativ und das angesichts ja der Strahlwirkung, die Nvidia auf Chipwerte hat etc. Das ist schon erstaunlich. Nvidia etwa mit 5¼% auch im S&P 500 gewichtet. Also auch da ein absolutes Schwergewicht, die Nummer 3 hinter Microsoft und Apple. Und jetzt heißt es ja immer, oh, Produktivitätsgewinne, meine zweitbeste Freundin Cathie Wood sagt ja, also 130% Produktivitätsgewinne bis 2030. Also das wird unfassbar das BIP nach oben bringen. Jetzt schauen wir uns das letzte Quartal an. Ja, die KI-Revolution, die knallt richtig rein, was die Produktivität betrifft. 0,3% ist die Produktivität im ersten Quartal 2024 gestiegen. Neuere Daten haben wir natürlich nicht, es wird immer quartalsweise ermittelt.
Also hier die neuesten Daten. Wir sehen also, wie diese KI-Revolution komplett hier schon die Produktivität nach oben bringt. Das ist jedenfalls mal ein Fakt. Jetzt kann man sagen, gut, natürlich wird es Veränderungen geben. Es ist offenkundig so, dass vor allem Programmierarbeiten weniger von Menschen ausgeführt werden müssen, weil eben die KI das Ganze leisten kann. Viele Jobs werden wegfallen, das ist gar keine Frage. Aber was wird das Ganze dann wirklich nach sich ziehen, das ist die große Frage. Also, das war das Thema Nvidia und KI. Jetzt kommen wir zu dem, was dann die Märkte doch ein bisschen geschüttelt hat. Das war eben der Einkaufsmanager-Index der USA. Und hier sehen wir Services mit 54,8, der beste Wert oder der stärkste Wert seit einem Jahr. Also das ist schon eine sehr positive Zahl gewesen, eigentlich nur 51,2 erwartet, alles über 50 ist ja Wachstum. Und der Manufacturing-Sektor, also Industrie, wenn man so will, 50,9, also auch leicht wachsend, nicht viel. Aber entscheidend ist, dass die Inputkosten deutlich gestiegen sind, die Inputkosten und die Outputpreise sind deutlich gestiegen, wie S&P Global das sagt, wobei das verarbeitende Gewerbe in den letzten zwei Monaten die Hauptquelle des Preisanstiegs war. Und bisher war es ja so, dass die Inflation im Dienstleistungssektor war. Jetzt ist sie auch noch dazu im Gewerbesektor, unter anderem wegen steigenden Löhnen, unter anderem und wichtigerweise wegen den gestiegenen Rohstoffkosten, die natürlich in der Industrie eine große Rolle spielen. Also wir sehen, das ist der beste Wert jetzt in der Summe, wenn man das alles zusammenpackt, in den Composite, seit zwei Jahren. Und da willst du die Zinsen senken, wenn also jetzt offenkundig hier wieder die Wirtschaft heißer läuft bei gleichzeitig steigendem Preisdruck. No way, no chance. Und deswegen sagt Craig Shapiro, das ist nicht gut für Aktien, weil die Fed wahrscheinlich nicht in diesem Jahr die Zinsen senken wird, auch nicht für Anleihen. Das heißt, die Anleihekurse fallen. Das ist das, was wir heute sehen, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wieder bei 4,5%. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns mal die Fed Fund Futures anschauen, dass die erste wirkliche Zinssenkung jetzt erst im Dezember erwartet wird, also nach den Wahlen, wobei das eben noch die Frage ist, ob das wirklich so passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel in den Fed Fund Futures für den September, wo vorher mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eingepreist war, dass die Zinsen dann das erste Mal gesenkt werden, jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gesenkt werden, als dass sie gesenkt werden. Da sieht man, dass das Ganze sich verschoben hat. Wir hatten ja 6 bis 7 Zinssenkungen noch im Januar eingepreist. Jetzt kann es sein, dass wir gar keine sehen werden. Und das schafft schlechte Stimmung, zumal wir gestern ja dieses ultra-hawkische FED-Protokoll hatten, wo various participants, also zahlreiche Mitglieder, das heißt mindestens eine sehr große Minderheit, wenn nicht gar vielleicht sogar eine Mehrheit, das geht aus diesem Wort nicht klar hervor, aber im Notenbankersprech ist es auf jeden Fall keine kleine Gruppe, gesagt hat, es ist vielleicht nötig, die Geldpolitik noch weiter zu straffen, ergo die Zinsen sogar nochmal anzuheben. Und einige haben auch gesagt, die Financial Conditions sind eben zu locker. Und die schaffen immer wieder Nachfrage, dadurch bleibt der Preisdruck sehr hoch und in der Tat, die Financial Conditions sind genau da, wo wir schon waren. Ich hatte diese Grafik gezeigt, aber sie ist essentiell. Als die Fed die Zinsen noch bei 0% hatte, dann haben die sich rigidisiert oder sind rigider geworden, diese Financial Conditions. Und dann kam die Wende auch durch die Fed, auch durch Aussagen von Jerome Powell sind die Financial Conditions lockerer geworden. Das erzeugt Nachfrage, das erzeugt latente Preisdruck. Also, das haben manche FED-Mitglieder gemerkt. Und woran liegt das? Natürlich auch, weil wir sehen, dass die Geldmenge wieder deutlich gestiegen ist. Die Amerikaner ermitteln ja keine Geldmenge M3 mehr, aber die Geldmenge M2. Und die ist mal eben um $1 Billion angestiegen in 7 Monaten, also seit dem 1. November 2023. Wann war das tief? Was wir beim S&P gesehen haben nach der Sommerkorrektur, die ging bis zum 27. Oktober, also ziemlich genau ist das parallel gelaufen. Anstieg der Geldmenge bei gleichzeitig Anstieg der Aktienmärkte. Und daher ist es kein Wunder, dass eben diese Spekulationsorgie an den Finanzmärkten weitergeht und dass die Inflation eben weitergeht. Paul Volcker hatte das gesagt, guckt auf die Geldmenge. Das ist der entscheidende Punkt. Und Volcker, der ehemalige Fed-Chef, der ja damals die Inflation besiegt,
gesiegt hat mit Zinsanhebungen, sagt, ja, die Gefahr kommt eben durch diese Spekulationsgeschichten, die dann letztendlich Blasen erzeugen und dadurch Nachfrage erzeugen und dadurch die Arbeit der Fed immer schwerer machen in Sachen Inflationsbekämpfung. Und dazu kommt ja noch dieser Stimulus durch den Staat. Die Amerikaner geben 10 Milliarden Dollar pro Tag aus, 416 Millionen Dollar pro Stunde, 7 Millionen Dollar pro Minute. Das muss man erst einmal schaffen. Und dementsprechend die Schulden bei über 34 Billionen Dollar nimmt man die Haushalte und die Firmen noch mit dazu, dann geht das schon in Richtung 100 Billionen Dollar. Also das ist dann natürlich ein Problem, das du nicht in den Griff kriegst, solange du eine so stimulierende Politik seitens eben der Regierung hast. Das dürfte unter Trump ja dann auch nicht anders werden. Dann erzeugst du eben immer wieder Inflation und Nachfrage. Und wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir hier die Indizes komplett gemischt. Nasdaq positiv, Nvidia ist aber nicht im Dow Jones, der ist negativ. Mit knapp 0,7% stand, als ich hier die Vorbereitung abgeschlossen habe. Boeing belastet 5% im Minus, weil einige 100 Maschinen offenkundig jetzt noch ein weiteres Problemchen haben. However, wir sind in WIX bei 11,89, also unter der Marke von 12. Und das liegt natürlich auch an Nvidia, das ist ein 5-Jahrestief. Vor dem langen Wochenende, die Amerikaner haben ja am Montag Feiertag, Memorial Day, und wir sehen, dass aber der WIX vielleicht jetzt ein Tief gefunden hat, also dass das Angstbarometer jetzt nicht mehr weiter fallen wird. Die Euphorie insgesamt bei den Privatinvestoren wieder sehr, sehr groß, 47% sind bullish. Da ist also knapp die Hälfte bullish unterwegs, und wenn wir uns mal die Vermögensverwalter anschauen, NAAIM, dann sind wir jetzt wieder bei 94,45 in Sachen Investitionsquote. Man ist also weitgehend all in. Wir waren schon mal höher, aber das ist der höchste Wert seit einigen Wochen auf jeden Fall. Da musste man mitspielen seitens der Vermögensverwalter. Und ich hatte vorhin ja dieses Tief angesprochen, Oktober 2023. Jetzt gucken wir mal das Ganze seit Oktober 2022 an. Das war das vorläufige Tief an den Märkten nach der Korrektur 2022, weil die Fed ernst gemacht hat mit Zinsanhebungen. Jedenfalls sehen wir da, dass der Index um 37,1% gestiegen ist seitdem und die Gewinne der Unternehmen aber nur um 8,4% gestiegen sind. Wer da eine Lücke erkennt, der muss irgendwie ein eingefleischter Bär sein, meine Damen und Herren. Das ist ja irgendwie ganze Miesmacherei, gell? Wir wollen doch ewig steigende Kurse haben. Und all das vor einem Hintergrund geopolitischer Spannungen, die offenkundig deutlich zunehmen. Wir sehen diese Militärübung von China. Man hat komplett jetzt Taiwan umkreist, umzingelt gewissermaßen. Und dazu dann Worte des Außenamtssprechers Wang Wenbin, der sagte, die Unabhängigkeitskräfte werden mit zerschmetterten Schädeln und in Blut enden, nachdem sie mit Chinas großen Vorhaben der vollständigen Vereinigung mit Taiwan konfrontiert werden. Jetzt muss man wissen, Taiwan hat ja einen neuen Präsidenten gewählt. Der hat am Montag sein Amt angetreten, gilt in Augen der Pekings als Separatist, also als jemand, der sich für die Unabhängigkeit Taiwans einsetzt. Jetzt gibt es Meldungen, Insider-Informationen, deren Wahrheitsgehalt ich nicht verifizieren kann, logischerweise, dass Anfang Juni China diese Operation gegen Taiwan, also diese Eroberung, durchführen will. Ob das stimmt, wie gesagt, kann ich nicht verifizieren. Jedenfalls eins ist klar, hier sehen wir mal, wie sich diese Kriegsschiffe von Taiwan und China gegenüberstehen, praktisch in Sichtweite. Und die Gefahr ist natürlich, dass da jemand irgendwie die Nerven verliert und irgendwie mal einen Schuss abgibt. Die Taiwanesen jedenfalls haben Waffensysteme hier rangekarrt, um einer möglichen Invasion, vielleicht ist das ja gar keine Übung, sondern der Beginn einer Invasion, hier begegnen zu können. In Sachen China nochmal, jetzt wenn wir zu den Finanzmärkten wieder zurückkehren, hat Jamie Dimon heute gesagt, dass einige Teile des Businesses von JP Morgan eine Klippe runtergefallen sind. M&A und solche Geschichten, also man verdient deutlich weniger Geld. Insgesamt gibt es ja eine starke Entkoppelung zwischen dem Westen und China. Deutschland zum Beispiel, oder für Deutschland ist China jetzt nicht mehr der größte Handelspartner, sondern die USA. Da wird Produktion
Produktion verlagert, raus aus China, von westlichen Ländern, gerade die Amerikaner machen das. Auch das ist bedeutend. Und bedeutend ist auch, und aus meiner Sicht in deutschen Medien kaum berichtet, dass die beiden Regierungen und Blinken jetzt gesagt haben, den Ukrainern ja mit den amerikanischen Waffen, die ihr von uns bekommen habt, dürft ihr auch auf russisches Staatsgebiet schießen oder auf Ziele schießen, die in Russland liegen. Das ist aus meiner Sicht eine kaum zu überschätzende Dimension. Diese Entscheidung, die Amerikaner haben heute mindestens 10 Raketen gefeuert auf Charkiw, auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Also wir sehen an breitester Front nicht nur Nahe Osten, sondern eben jetzt hier Ukraine einerseits, aber noch gefährlicher wahrscheinlich Taiwan andererseits, wie die Dinge sich hier zuspitzen. Gut, dass der VIX, das Angstbarometer, so niedrig ist wie seit 5 Jahren nicht mehr. Wir hatten dann auch Daten aus Deutschland, Einkaufsmanager-Indizes, hier Dienstleistungen auch sehr stark, ähnlich wie in den USA. Verarbeitendes Gewerbe mit 45,4, besser als im letzten Monat, dennoch weiter schrumpfen, denn alle Werte unter 50 bedeuten ja Schrumpfung. Und hier habe ich Ihnen mal die Grafik dazu zum verarbeitenden Gewerbe gezeigt oder zeige ich Ihnen. Da sehen wir, ab August 2022 ist die deutsche Industrie Monat für Monat geschrumpft. Also seit 1,75 Jahren, fast 2 Jahren geht es Monat für Monat mit der deutschen Industrie bergab. Die sagt jetzt laut einer DIHK-Umfrage alarmierende Anzeichen einer Deindustrialisierung. Kein Wunder, wenn man Monat für Monat schrumpft. Und die EZB sagt ja, okay, wir werden die Zinsen senken. Das hat heute nochmal auch Villeroy gesagt, Lagarde gestern gesagt. Und das, obwohl ziemlich hohe Lohnabschlüsse jetzt bekannt geworden sind. In Deutschland ja über 6%, in der gesamten Eurozone 4,7%. Das ist der höchste Anstieg seit vielen Jahren. Im letzten Quartal waren wir bei 4,5%. Hier sehen wir etwa mal einen Abschluss im Einzelhandel in Deutschland. Da hat man zwar deutlich die Löhne nach oben verhandelt, aber hat immer noch Inflationsverluste, wenn man sieht, wie die Preise eben gestiegen sind. Wir haben es ja mit einer Preis-Lohn-Spirale zu tun, nicht mit einer Lohn-Preis-Spirale. Das ist der entscheidende Punkt. Die EZB will aber die Zinsen trotzdem senken. Und vor kurzem in der Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung hat der Lagarde noch gesagt, ja, also das wäre doch, der Lohnanstieg hätte sich verlangsamt. Entweder war sie da nicht informiert oder es war schlichtweg eine Falschaussage, wie hier Jörg Krämer von der Commerzbank konstatiert. Das ist gleich auch die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Warnung an die EZB, die Löhne in der Eurozone steigen, damit auch die Inflation. Genau das sagt Jörg Krämer von der Commerzbank immer. Seht zu, das wird noch ein richtiges Thema, diese Lohnanstiege. Die werden sich in der Inflation niederschlagen. Das ist die erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen durch Social Media. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die EU hat sich jetzt getraut, mal LNG aus Russland zu sanktionieren. Ob das wirklich funktioniert, das lesen Sie in diesem hochspannenden Artikel. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Und eben die Frage, was wird sich durchsetzen, Zinsen oder Nvidia-Euphorie? Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.